Karten hat gesagt, er spielt nur Krieg. Na super. Und dann spielt er hier mit Oberst zusammen. Das wird ja interessant. Wer von beiden wird dann wohl den anderen mehr Punkte abnehmen können? Kommt natürlich drauf an, wer noch Tiger spielt und wer nicht. Der Gegner hat Tiger. Ich wollte jetzt eigentlich nicht spielen, aber das Spiel hat so schön angefangen. Scheiße, geschossen. Ein Glück. Erster Schuss natürlich wieder Kopfschuss. Genauso wird er sich das auch gerade gedacht haben. Jo. Gleich krieg ich einen. Gleich krieg ich keinen. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Akzeptabel erstmal. Ich habe die Granate gehört, aber ich habe gedacht, es reicht nicht, dass ich stehen bleiben kann in dem Moment. Machen wir mal frontal und Roland frisst natürlich wieder die Granate. Aber wir halten das erstmal, solange jetzt hier nicht 10 Millionen Tiger umherfahren. Ich habe ja nichts dagegen, wenn einer umherfährt. Das ist aber das Problem, wenn 10 Mann einen Tiger haben. Oder 3, 4 reicht ja schon, dann ist die Nummer ja schon durch. So, das wird jetzt natürlich ganz. Beschissene Position. Hammelchen, renn mal rüber. Ganz beschissene Position hier und ich krieg natürlich wieder vom Bot auf den Sack. Jetzt muss ich mich schon bewegen nach hinten und hoffen, dass mir niemand in den Rücken schießt. Ja, da konnte ich nicht mehr reagieren. Da war schon zu spät. Upp, schon führt der Bogen gegen mich 2:1 von der KD her. Aber beides, alles so eine Kills, wo du sagst, naja. Na, jetzt kriege ich den Assist, also angeschossen war er ja. Also hat er nur einen cleveren, guten Kill gemacht. Ja, da gibt es noch Abzüge wegen Verteidigung, weil ich muss kommen. Da gibt es noch Abzüge dafür, dass er eben halt in Überzahl gespielt hat, weil da stehen ja noch drei andere dabei. Das ist also kein klares 1 gegen 1 Sieg. Schlecht geschossen von ihm und schlecht geschossen von mir, aber am Ende 13 gerade so noch. Nee. Oh, Spiel. Ich schieße heute wieder schlecht. Ich habe vorhin schon nicht gut gespielt, aber den hätte ich jetzt mal haben können. Naja. Oder wird zum Ende erstmal besser. Weil den hätte ich jetzt eigentlich. Den hätte ich haben müssen und den kriege ich nicht mal. Es gibt dann Minuspunkte auf meiner Liste. Wie kann man nur so daneben schießen heute? Ich hat da Lack gehabt. Jetzt sind sie wieder ganz schön viele auf ihrer Seite. UFO ist nämlich auch noch mit dabei. Jetzt schaffen wir es natürlich nicht mehr. Das sind zu viele gute Leute. Dann haben die noch Tiger im Hintergrund. Selbst wenn ich mich jetzt hier gut anstelle, werde ich nicht überleben. Egal, wo ich mich hingehe und verstecke. Nein, oh, komm schon, ich wollte mich hier verstecken. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Ah, ja, guck mal, da werden wir sofort von beiden Seiten zurückgedrängt, ne? Können wir schon wieder hinten stehen und nichts mehr machen. Das liegt aber auch wieder daran, dass ich schlecht gespielt habe. Ich
Dings gekriegt hätte, hätten wir vielleicht noch mal Chancen gehabt, das zu kriegen. Spielen schon wieder zu viele Leute mit und ich weiß immer nicht, wer mitspielt. Ich habe eigentlich viel weniger eingeplant wieder auf deutscher Seite, wie ihr schon mitbekommen habt. Und es sind am Ende dann viel zu viele da. Dann kriegen wir es natürlich nicht. Auch wenn die Leute hier gerade einen guten Job machen und wir trotzdem irgendwie nach vorne kommen. Wir ziehen ja auch gerade die Panzer an. Zu spät gesehen. Ich habe gedacht, der Raum ist schon klar, aber der war ja wieder nicht klar. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg nach vorne laufen. Komm einfach nicht ins Spiel. Jetzt nehmen sie den Punkt. Das ist, läuft wieder alles gegen den Baum. Ich habe jetzt gedacht, sie schaffen es nicht. Deswegen bin ich hinten gespawnt. Dann schaffen sie es natürlich. Talentfreiheit ohne Ende. So, ich bin zwar da. Steht natürlich gleich einer da. Wie sind die D-Seite? Ach, die D-Seite ist schon durch. Wir haben ja schon verloren. Ah, der war lucky. Ja, Orange spielt auch noch mit. Ja, natürlich. Da ist. Der Einzige, der hier momentan einen guten Job macht, ist Lukas. Ha! Er hat einen guten Job gemacht. Bots abknallen. Und den Botti. Botti und Bots. Das kriege ich hin. Allerdings, wenn ich hier so weiter spray, habe ich vielleicht keine Munition. Ach komm schon. Hör auf. Schieß hier. Zack. Nein! Handgranate! Das war jetzt hier eigentlich aus. Es ist wieder bitter. Es läuft heute wieder nichts. Und wir kommen auch keinen Meter voran. Leute, ihr müsst die Einteilung auch mal einhalten. Wenn der Cup mitspielt, sollte er bei mir mitspielen. Wenn er jetzt gegen mich spielt. Jedes Mal alles hier gegen mich habe, dann kommen wir hier keinen Millimeter voran. Das kriegen wir nicht kompensiert. So gut sind wir da nicht. Da kann ich nicht lang, das ist ein Sniper. Und schon sind wir hier drin gefangen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, wie ich hier großartig angreifen soll. Wir haben hier, der Gegner hat hier überall Flieger. Zum Wagen kann ich nicht mehr kommen. So, selbst wenn ich es jetzt probiere, werde ich jetzt hier von dem Scharfschützen weggeballert. Hier hinter dem Zäunchen bin ich erstmal relativ sicher. Kriege ich den? Laufen, 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 laufen. Was so direkt. Ja, die zwei Popo-Popo-Freunde sind wieder hintereinander, ne? Den einen kriege ich, den anderen nicht. Zu wenig Leute. Ist nicht machbar. Wir haben zwar Fälzer hier noch mit bei und wir haben auch gar keine Flieger, aber jetzt kommt die Flieger hier noch angedüst. Da sind wir elegant ausgewichen. Dann kommt der nächste, da vorne kommt der Tiger mit Orange. Der Einzige, der es natürlich wieder nicht weiß, dass es nicht so toll ist, wenn wir in der Verteidigung gegen Tiger antreten. So, wir trauen uns jetzt auch nicht mehr raus. Es bringt ja nichts mehr. Ziehen zurück auf den letzten Punkt. Kommen wir ja gar nicht voran. Es mag ja sein, dass sie jetzt wirklich bloß ein oder zwei Tiger haben, aber sie haben ja jetzt schon gewonnen und die hatten schon unsere Panzer auf dem Platz. Das heißt, der Gegner ist jetzt zehnfach überlegen, das ist nicht mehr zu machen.
Und ich habe jetzt hier eigentlich nicht die gute Waffe, um zu verteidigen, weil da bräuchte ich eigentlich ein STG. Tja, unser England-Freund, der steht da zwar vorne mit seinem Panzerchen, aber der wird jetzt auch gleich überrannt werden, weil wir nicht mehr rankommen. Wir verteidigen jetzt die letzte Position. 10 Minuten, zum Glück ist meine Seite nicht überrannt worden. Das ist, ne, KD-mäßig sehen wir ungefähr alle gleich aus, aber das liegt daran, dass es auch ungefähr gleichmäßig war, aber wir kommen ja nicht voran. Der schießt unsere eigenen Dinger ab. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das ist wieder furchtbar nett. Ja, jetzt bewegt sich die ganze Kolonne auf uns zu. Igelchen steht ganz alleine vorne, der wird gleich überrannt. Ich will den Gegner schon vorher sehen, bevor er hier überhaupt sich herbewegt. Ich will einen Schuss abfangen und mich dann zurückziehen. Danke. Übernehme ich die Flak-Einstellung erstmal, ja. Weil der Gegner hat die absolute Lufthoheit. Elegant. Der weiß jetzt, dass ich da bin, richtig? Tot, wenn ich so sitzen bleibe. Ja. Keine Chance. Lassen wir die Bots vor, wir kommen gar nicht mehr, wir kommen gar nicht mehr raus aus der Defensive. Wir haben keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Brauche auch nicht mehr spawnen. Ja? Der Oberst weiß jetzt ganz genau, dass ich da hinten rausfahren muss. Nicht mal hinten bei Gebhardt mit reinspringen, weil rausfahren brauche ich nicht mehr. Ja, bei so einer Überlegenheit, da sind wieder 5 Mann drinne, mit denen ich nicht geplant habe. Und dann ist die Nummer natürlich durch. Mitte ist zu. Das Einzige, was wir haben. Mit 1 gegen 7. Ich verkriege mich im Panzer, ist auch mal schön, ne? Punktemäßig nehmen wir uns alle nicht viel. Zwischen 300 und 350 ist nichts dabei. Gebhardt hat ein bisschen mehr. Hier ist die absolute Todeszone, wenn er hier reinkommt, kriegt auf den Sack. Oh, jetzt hänge ich hier an dieser hässlichen Tonne fest. Einmal links rüber, Seitenverlagerung. Ja, wir halten den letzten Punkt, da sind wir noch stark. Aber Victor schafft es natürlich nicht. Kann auch mal versuchen, außen rum zu kommen, was überhaupt nicht gelingen wird. Gegen die
absolute Todeszone. Monster holt auch den Tiger raus, aber wenigstens ist der platt gegangen. Komm, ha! Ja! UFO! Wie unangenehm! Ja, holen sie auch alle ihren Tiger gleich raus, Junge. Komm, wir wollen nicht gegen Tiger in Verteidigung spielen. Ah, Ronald hat dich aufgepasst. Wir spielen ja trotzdem. Na, dann hole ich meinen Tiger, ne? Dann holen wir. Dann hat jeder hier seinen Riesenverein. Die wollen das jetzt natürlich beenden, aber die kriegen das nicht beendet, wenn wir hier hinten noch in der letzten Verteidigung drinnen stehen und alles geben, um das Ding noch irgendwie zu halten. Ja, und jetzt kontern wir tatsächlich nochmal. Einer mit meinem G noch an mir vorbei. Warum lege ich denn so einen Stunt hin? Wo ist der denn jetzt hin? Hier war doch noch gerade ein Gegner. Oh, Blacky. Kaube das. Hörst du mal auf damit! Einmal diesen Ball, der Hocke! Na, guck mal, wie er sich freut. Oh, Roland erschossen. Herzlichen Glückwunsch. Hier werden die Tiger auseinandergenommen. Das ist schön. Immer wenn ich nämlich einen sehe, dann ist vorbei. Ja, Orange steht immer so weit hinten da mit seinem Tigerchen. Haben einfach zu viele, das ist einfach unmöglich. Ja, was musst du mal von meiner Seite sehen hier? Er steht jetzt direkt im Spawn mit drin, da können wir nichts mehr machen. Kommst du nicht mehr drum rum? Oben der Weg ist zu lange. So, die Hälfte der Tode sind Flieger. Ne, Flieger oder ein Panzer. Und das ist dann einfach zu viel, das kriege ich dann einfach nicht mehr rum. Wenn ich dann einmal als Infanterist irgendwo verkacke, ich sehe nicht, von wo es kommt. Aber die lassen sich gerade ganz schön die Punkte abnehmen. Ja, gewinnen können wir es nicht, das ist klar, aber wir konnten den jetzt noch mal ganz schön. Bitte, es darf keiner von rechts und keiner von links kommen. Ich bin jetzt tot, egal von wo ich komme. Ich schieße gerade in alle Richtungen, nur nicht in die richtige. Ich werde jetzt sterben. Von allen Seiten beschossen, da kommt Ufuchen. Ich wusste nicht, ich bin nur noch hin und her. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich jetzt von hinten, von dem Tiger, der da hinten noch steht, falls ihr noch einer gesehen habt, dass ich von dem eigentlich abgeknallt werde. Es ist überhaupt erstaunlich, dass wir hier so lange durchhalten wieder. Vernichtet Material, das sieht der Gegner jetzt aber nicht so gut aus. Wieso erschießt den denn keiner? Hier sind 7 Mann im Club, ich denke die Nummer ist safe. Ich renn raus. Ich wollte einfach viel zu langsam. Den hätte ich haben müssen, der kommt doch nicht mehr raus. Ja, das war jetzt wieder klar. Jetzt sitzt der nächste im Tiger. Jetzt haben sie wieder 6 Tiger auf dem Platz. Du kannst jetzt nichts mehr machen. Na, ich kann jetzt auch noch einen Panzer ziehen, weil es ist. Na, ich kann jetzt den M26 auspacken. Aber ich habe den ohne Hardkern. Das heißt, wir gehen jetzt im Oberst ein bisschen auf den Keks. Und versuchen mal die Flieger runterzuholen. Hinten aus dem Busch holen wir Zeit raus. Und schießen die Flieger ab. Wenn es gut läuft, kriege ich einen. Mehr traue ich mir hier nicht zu. Jetzt habe ich zu lange nicht geschossen. Die anderen verstecken sich alle gut, dann stellen wir uns auf. Ja.
Flugabwehr. Da oben ist er. Wer das auf mich geht. Das hilft total. Ne, der kommt da nicht. Gebhardt hat jetzt auch einen großen Panzer ausgepackt. Da ist einer gegengeflogen. Irgendwie dreht sich mein Panzer wieder extrem langsam. Ich leg einfach das Rohr nicht hoch. Müsste ich hier. Reicht das, wenn ich mich hier hochwirbe? Zumindest ein bisschen. Befehl geben, danke. Jetzt hänge ich hier wieder so einen Schluck Wasser in der Kurve. Gepard-Seiner ist nun so gut wie hin. Ist der Panzer kaputt? Ja, alles gut. Flugabwehrpanzer. Das wäre jetzt schön gewesen. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen überfahren. Ich habe ihn nicht gesehen. Tut mir leid, ich habe dich doch nicht gesehen. Das ist immer furchtbar. Dass du immer die eigenen Leute überfährst. Wenn du es nicht siehst. Ich gucke hier hinten im Prinzip rum und mache eigentlich gar nichts. Das ist mein Problem. Ich habe jetzt hier nicht unbedingt Lust, die letzten 10, 15 Minuten hier noch einen auf dicke Hose zu machen. Vor allen Dingen, wenn man keine Hardcam hat. Das ist jetzt alles eingeteilt zur Verteidigung. Und egal, wer bei uns fliegt, ist eine gute Variante. Ich bin einfach als Flieger nicht zu gebrauchen. Da zwar ein bisschen rumärgern, aber ich hätte doch noch irgendwo eine bessere Position. Irgendwas. Wenn ich hier noch am Stein ein bisschen aufbocken kann, dann habe ich eigentlich ganz gute Karten. Damit zu schießen, sehr gut. Jetzt haben wir eine Flugabwehrkanone. Sieht ein bisschen kurios aus, aber schade. Es tut mir immer sehr leid für die Leute, die da jetzt in das Farming reinlaufen, aber ja, wir können da jetzt noch reinfahren. Jetzt habe ich mich gerade so schön hingestellt. Für die Bots erobern es zurück. Ich stehe genau so, dass man, dass ich da wunderbar hinzielen kann. Ne? Ja, Garten, da kannst du auch nichts machen. Das war jetzt eigentlich nicht so gedacht, dass ich jetzt hier die Leute über den Haufen schießen kann. Gut, fahren wir den dicksten Panzer, den wir haben, wir da noch mit rein. Wir kommen wahrscheinlich nicht mehr an. Ach, das war für die Katz.